Hallo zusammen, vielleicht habt ihr euch ja schon die Frage gestellt, wie geht es weiter bei Liebevoll? Und wir nutzen jetzt einfach mal den Januar, um euch ein Update zu geben. Und als erstes wollen wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für das letzte Jahr, für viele Gebete, finanzielle Unterstützung, aber auch viele Nachrichten, die uns erreicht haben. Und für uns beide war auch der Oktober, das Event in Köln, ganz besonders, weil wir ja vielen von euch begegnen konnten und persönlich kennenlernen konnten. Das war wirklich so ermutigend für uns. Auf der anderen Seite gab es im letzten Jahr auch Dinge, die wir nicht ganz so umsetzen konnten, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Ihr habt sicherlich gemerkt, wir haben nicht jeden ersten Donnerstag im Monat ein Video rausgebracht für euren Eheabend. Das ist zum Beispiel etwas, was wir dieses Jahr auf jeden Fall besser machen wollen. Ja, und wir wollen damit starten im Februar, und zwar mit dem Thema Kindererziehung. Wir möchten dieses Thema angehen, weil wir merken, dass es sehr angefochten ist und viel Einfluss reinkommt, der nicht der Bibel entspricht. Wir möchten das in unterschiedlicher Form machen, in Vorträgen, in kurzen Videos, wo wir Fragen beantworten, aber auch wieder in Talkrunden. Und in der zweiten Hälfte des Jahres soll es aber dann auch wieder um Ehe gehen. Genau. Darüber hinaus haben wir für dieses Jahr zwei Events angedacht. Das erste steht schon bald bevor, am 18. Februar in Kaiserslautern, in der Hoffnungskirche bei unseren Freunden. Und wir würden uns echt freuen, einige von euch da auch wieder persönlich kennenzulernen. Und das zweite Event in diesem Jahr, das könnt ihr euch schon mal vorsichtig in den Terminkalender einplanen, ist am 22. Oktober wieder in Köln angedacht. Ja, und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch und sind sehr gespannt, was Gott tun wird.